Es geht wieder einmal weiter mit Let's Play Super Paper Mario. Im vorherigen Part habe ich ein weiteres neues Pixel erhalten, nämlich Zippy, und das kann mich schrumpfen. Und dann habe ich noch ein weiteres Mal gegen O'Clock kämpfen müssen und habe dann ein Vasenblatt erhalten. Mit diesem Vasenblatt kann ich hier etwas bewirken. So, erstmal muss ich hier, glaube ich, nämlich wieder zurück. Relativ zum Anfang. Ja. So sieht man hier zum Beispiel. Hier ist eine winzige Farbröhre, die ich nur so benutzen kann. So, ich würde nur wissen, wo mich die hinbringt. So, oh, das ist ja geil. Kumpelkapsel und relativ viele Münzen. Nicht schlecht. Also man kann Mario leider fast nicht sehen und bewegt sich auch relativ schnell. Oh, Superpilz. Sehr geil. Jetzt habe ich so und so volle KP. Okay, das war nur wegen dem. Okay, schön. Soll mir recht sein. Dann machen wir uns wieder groß. Also mal groß. So, jetzt geht's nämlich hier drüben mal weiter. Genau, hier ist eine weitere Tür. Hier müsste ich, glaube ich, auch richtig sein. Jo, seht mal. Ein Florosapiens mit Vasenblatt geht durch eine ganz schön große Tür weiter. So, und hier brauche ich eben selber das Vasenblatt auch. So, ich werde gescannt, es passt und ich kann durch. Wenn man das Vasenblatt nämlich nicht hat, dann kommt man hier nämlich nicht vorbei. So, und jetzt kann ich es eigentlich auch wieder abnehmen. So, wichtige Items. Vasenblatt. So, abnehmen, ja. So, und... Wow, wo bin ich denn jetzt? Das sieht ja aus wie ein... Thronsaal oder sowas ähnliches. Und hier gibt's lilafarbene Florosapiens. Und was ist das? Du erhältst Saftsuppe. Konzentrierter Sirup hält 3 KP und Vergiftung. Ah ja. Ich bringe erstmal die ganzen Florosapiens hier um. So. Hier sind sogar irgendwelche Porträts. So, das kann man sogar lesen. König Krokus der Erste, Regent von 1 bis 496. Der erste König des Floro-Königreichs gilt auch gleichzeitig als der Größte. Er vereinigte die Florosapiens und erschuf das Floro-Königreich. Dieser Ort wurde zur Hauptstadt und er erfand den Floro-Kalender. Diese Zeitrechnung beginnt mit dem Geburtstag des ersten Königs. Krokus der Erste war schwer gepanzert und mit einem tödlichen Stachel bewaffnet. Aus diesem Grund nannte man ihn auch die Eiserne Rose. Die Infrastruktur und das Straßennetz von Floro gehen auf ihn zurück. Als sein Sohn und Nachfolger jedoch unerwartet welkte, verließ ihn sein Mut. Aus einem guten und gerechten Herrscher wurde ein Tyrann von einer Blume. Das Jahr 444 ist der Beginn dessen, was man auch die Düsternis nennt. Diese Phase nahm durch einen Putsch dann ein jähes Ende. Der König wurde niedergestreckt und die Düsternis verschwand. Seine letzten Worte sollen »Die eiserne Rose welkt nicht« gewesen sein. Er sollte nicht recht behalten und verwelkte kurz darauf. Tja, fail. So, wen haben wir hier als nächstes? König Krokus die Zweite, Regentin von 496 bis 1298. Krokus die Zweite war die Tochter des großen Krokus des Ersten. Als sie ihren Vater eines Tages kritisierte, ließ er sie ins Gefängnis werfen. Nach einem Volksaufstand befreite man sie und verhalf ihr auf den Thron. Steuersenkungen in der Folge in der Wissenschaft machten sie äußerst beliebt. Nach und nach vergaßen die Untertanen die Phase der Düsternis. Sie verfasste zudem eine Chronik mit dem Namen Codex Floris. Dieses Buch war ihr Vermächtnis und ihr Zeugnis ihrer Taten. Sie fürchtete Erbfolgezwistigkeiten bei zu vielen Nachkommen. Daher hatte sie nur einen Sohn, den sie erst spät zur Welt brachte. Das ist dann sicher der hier drüben. König Krokus der Dritte, Regent von 1298 bis 1385. Krokus der Dritte war erst ein Jahr alt, als seine Mutter verwelkte. Er war der jüngste König, der jemals auf den Thron gehoben wurde. Der junge König hatte eine Vorliebe für die Künste, vor allem für Poesie.
Als sein größtes Werk gilt Eisrose, die er im Alter von 37 Jahren verfasste. Leider hatte er seit seiner Geburt mit einer schlimmen Krankheit zu kämpfen. Ohne große Veränderungen bewirkt zu haben, verwelkte er im Alter von 88 Jahren. Man fand den genauen Grund seines Verwelkens niemals heraus. Manch ein Flora Sapiens vermutete eine Verschwörung hinter der Angelegenheit. Dies wurde aber niemals bestätigt. Okay, und hier drüben haben wir noch... König Krokus IV., Regent von 1385 bis heute. Bis zum Verwelken des jungen Königs diente er als Reichsverweser. Kurz danach erinnerte man sich seiner Verdienste und machte ihn zum König. Seine stabilisierende Politik und seine Klugheit machten ihn schnell beliebt. Zu seinen letzten Erfolgen gehören, im Jahr 1625 entwickelte er eine Methode, Klipolaner nach Wunsch zu manipulieren. Im folgenden Jahr wurde eine Offensive eingeleitet, deren Ziel es war, Klipolaner in großen Massen zu versklaven. Das ist ja fies. Also mit einem Wort waren eigentlich alle Könige riesengroße Arschlöcher. So, wenn ich mich hier nämlich in 3D wechsle, dann kann man hier an mehreren Stellen mit Kabum so ein Loch in den Boden reißen. So, zack. Ja, ich glaube, vor jedem der Porträts, bis auf das letzte. So, und hier auch noch. So. Lassen wir uns fallen. Oh. Genau, und hier ist... ein Ultrapilz! Episch! Und hier ist sogar noch ein Block. So, einmal dagegen springen. Ich glaube, diese... was hat das jetzt bewirkt? Das hat gar nichts bewirkt, oder wie jetzt? Verstehe ich nicht. Man musste nämlich irgendwie, ach so, ich glaube, man muss... das sind ganz spezielle Blöcke da unten. Also, die hier. Wenn ich einmal dagegen springe, wieder von blau zu rot. Ah, hier, schwarz. Also, schwarz ist auch die... ne, jetzt ist weiß. Jetzt wieder blau. Na, komm schon. Rot. Schwarz. So, und das Porträt von diesem, König Krokus hier ist ja auch schwarz. Und so muss man das, glaube ich, anpassen, der Reiner. Das heißt, hier unten muss ich so dagegen springen, dass es weiß wird. So. Mach ich denn das am besten? Komme ich ja gar nicht hin. Wartet mal. Knüppel? Geht das mit Knüppel? Nö. Ja, vielleicht mit Stampfo. Nö, auch nicht. Was soll denn das? What the fuck? 3D kann ich doch auch nicht durch, da drüber springen, hochspringen. Wieso geht denn das nicht? Geht das mit Kabum so? Das muss doch gehen. Das muss gehen. Wenn ihn hier so drauf tut? Nö, auch nicht. Mann, das gibt's doch gar nicht. Ich verstehe das nicht. Oder muss man... ach so, wartet mal. Wolfowitz, du kannst das vielleicht machen. Ah, mit Wolfowitz macht man das. Na dann, so, weiß. Jetzt weiß ich es wieder. Der ist weiß. Hier muss er natürlich blau sein. Okay. Also mit Wurfwitz. Hätte man ja gleich denken können. Achso, das ist eh schon blau. Lol. Das brauche ich gar nicht verändern. So, aber hier muss jetzt auch noch was kaputt gemacht werden. So, obwohl man sie gar nicht mal Risse sehen kann, aber trotzdem ist hier was. Hehe. Und hier ist sogar ein Speicherblock. Speichern? Wozu soll ich speichern? Brauche ich doch gar nicht. So, und... rot. Alle Farben abgestimmt auf die Gemälde und... was? Oh! Ja klar, einfach mal so. So. Und ab durch die große Tür. Ui, ui, oh, wo sind nur meine Schönheiten?
das schöne, hübsche Dinge. Ui, bring sie zu mir. Mehr, mehr, mehr. Was ist dieses hässliche Ding? Seid ihr König Krokus? Ihr seid alle so Eindringlinge, von denen ich bereits so viel gehört habe. Ich werde euch keinesfalls die Zerstörung meines schönen Reiches verzeihen. Nein, wie ein... Ihr wurdet gewarnt. König Krokus, ihr müsst ihn von euch versklavten Kipulana freilassen. Niemals! Ihre kräftigen Körper machen sie zu exzellenten Arbeitern. Sie müssen noch mehr Edelsteine ausgraben für meinen Palast voller Edelsteine. Das ist erschrecklich. Lass sie sofort frei. Müll ist Müll. Egal wie sehr er aufgeputzt wird, dies ist eine Welt der Schönheit. Und wenn ihr einen Beweis benötigt, seht euch das an. Das reine Herz! Das reine Herz! Ich kann es in euren Stimmen hören. Ihr wollt es so sehr, dass ihr kaum in der Lage seid, einen Gedanken zu fassen. Wie? Wir suchen alle nach Schönheit, wie es scheint. Wie könnt ihr es also wagen, euch hier als Moralapostel aufzuspielen? Vergleicht uns nicht mit euch. Wir sind nicht wie ihr. Ich ertrage dieses Gefasel nicht länger. Da wird man ja ganz welk. Ich lasse mich für gewöhnlich nicht zu so etwas herab, aber euch werde ich persönlich den Chaos machen. Das könnt ihr als Ehre empfinden. Ach du Scheiße. Mein Auftritt! Ja, König Krokus ist nämlich der Endboss des vierten Kapitels und mit Kabumso muss man diese Knospen hier so nehmen, die hier so weghängen. Also die farbigen hier und wenn er... Aua! Wenn er den Kopf aufmacht... Nein, ich will nicht die Tür öffnen! Wenn er den Kopf öffnet, dann muss man diese Dinger dagegen werfen. So. Also, jetzt. Zack. Das muss man mehrmals machen. Ja genau, denen kann man nämlich nicht mal was schaden. Aua, Mann! Hör auf mit dem Scheiß! Jetzt greift er doch mal so ein Drecksding! Das ist doch bescheuert! Hey! Autsch! Ach so, weil ja da Dornen dran sind, das ist auch fies. Halt! Mann, jetzt schnapp dir doch mal so ein Scheißding! Das kotzt mich an, dieser Kampf! Bams! Na, was machst du jetzt? Oh! Habe ich deinen Körper zerstört? So, wow, diesen Dinger muss man, glaube ich, ausweichen. Da kann man die... Ah, nee, die kann man nehmen! Die kann man nehmen und dann auch einfach ins Gesicht werfen. Wenn er es öffnet, natürlich. Also wenn die Knospe geöffnet ist. So. Aua. So. Und... Nein, verdammt. Ich brauche meinen Superpilzmix. So. Sonst geschieht mir noch irgendwas Blödes. Das ist nicht schön. Na komm, los, greif mich an, du feige Blume, du schwule Rose. Ja, ich kann ja noch selber hochnehmen und gegen diese Dinger werfen, das ist auch nicht schlecht. Ist vielleicht sogar besser. Was willst du tun? Du hast keine Chance. Ist eigentlich interessant, dass man hier wirklich mal wieder Wurfowitz braucht für diesen Bosskampf. Nicht irgendein anderes, neueres Pixel. So. Nein. Und das war's. Ich hab's geschafft. König Krokus ist besiegt. Wunderschön. Selbst während ich welke, bin ich wunderschön. König Krokus. Was? Boah, was habt ihr nur getan? Wir haben euren König besiegt. Findet euch damit ab. Haltet den Mund, ihr versteht rein gar nichts. König Krokus war ein Spitzenkönig, hat sich immer um seine Leute gekümmert. Und ihr habt ihn zum Welken gebracht. Bitte? Von was redet ihr da überhaupt?
Ich rede vom Wasser. Die Klipolaner haben unser Wasser vergiftet. Sie haben ihren Dreck in den Fluss gekippt und wir mussten diese Brühe trinken. Und dieses verdreckte Wasser hat unseren König in den Wahnsinn getrieben. Natürlich, das war doch klar. Ja, dass du auftauchst, war so klar. Klippstein ho! Eine Eilmeldung von der Flora Frontline. Umweltverschmutzung wurde als Ursache für den Wahnsinn der Flora Sapiens ermittelt. Das Problem war also, dass die Dorfbewohner ihren Müll in den Fluss geworfen haben. Nun, das habe ich ihnen prophezeit, aber ich bin meiner Zeit eben voraus. Das Klipolaner bestimmt gerne hören. Quoten schnellen in die Höhe da. Besser als VfL Klipula gegen Klipo 05. Ja, wenn die anderen Dorfbewohner dies sehen, werden sie ihre Fehler erkennen. Niemand wird mehr mit dem Gemüseabfällen nach Karl Klipstein werfen. Wasser, Mann, unser wichtigster Schatz, Mann. Okay, wir machen das so. Ihr versprecht uns nicht mehr in die Suppe zu spucken und wir lassen euch in Ruhe. Und keine Frage, wir nehmen euren Leuten das Gras von der Birne, Mann. Das klingt doch nach einem vernünftigen Kompromiss. Haltet eure Versprechen. Damit hätte ich nun nicht gerechnet. Abgesehen von der Sache mit unserem König seid ihr Helden. Nehmt das! Einer unserer ersten Könige hat das Teil mit der Aufgabe bekommen, es so lange zu schützen, bis der legendäre Held erscheint. Unsere Leute bewachen das Ding jetzt seit 1500 Jahren. Oder noch länger oder so. Ich bin sicher, das ist unser leider verwelkter König. Es dürfte fände, dass der Job endlich erledigt ist. Endlich! Das sechste reine Herz. Du hast ein reines Herz erhalten! Geil! Und natürlich Ende des Kapitels! Männer voller Charakterstärke erleben, was andere nur auf Klippusat sehen. Und das ist, was mich Woche um Woche in die Augen des Monsters blicken lässt. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Woche. Klippstein ho! Nachdem der Bericht abgefilmt war, machten sich Karl und sein Team auf den Weg ins Zentrum von Klickdorf. Mario und seine Freunde dagegen begaben sich mit dem sechsten reinen Herzen auf schnellstem Wege nach Flippstadt. Ein weiterer Schritt war getan, um die dunkle Prophezeiung aufzuhalten. Und natürlich wird gespeichert. Die Hände in die Höhe, hier kommt der Mann, der alle erzittern lassen kann. Aus seiner Höhle kommt der Graf, der alles, aber auch wirklich alles darf. Das ist unser Graf, Knickidi Witz. Ja, Knickwitz, der Mann, der immer... Schluss damit, du Klopp, du bringst die Fenster zum Bersten. Was wird das hier? Ich habe Klopp dazu aufgefordert, ein kleines Liedchen zur Besserung der allgemeinen Moral. Und als Strafe dafür, von diesem Helden schon wieder besiegt worden zu sein, er wird dieses Lied 1000 Mal singen. 1000 Mal? Puh, du bist noch viel böser, als ich dachte. Aber genug geplaudert. Und wo ist überhaupt der Graf? Ich will ihn sehen. Er scheint mich in letzter Zeit zu übersehen und mir ist so langweilig. Hey, Graf! Mein zerstörungswilliger kleiner Freund ist bereit, in Aktion zu treten. Roboter ist bereit, den Helden aufzuhalten. Ein Wort und der ist unterwegs. Gute Einstellung, aber lassen wir den Roboter mal in der Garage, okay? Der Graf hat uns, spezifische Befehle gegeben. Hast du das verstanden? Das gefällt mir nicht. Wir sollen darauf hier warten, dass der Held uns erwischt. Der Graf benötigt meine Dienste also im Moment nicht. Exzellent, und schon bin ich wieder weg. Du gehst nirgendwo hin. Wir warten. So lautet der Befehl des Grafen. Sein Wort steht über allem. Seid brave Scherz und bleibt an eurem Platz. Okay? Danke. Aber mir ist so langweilig. Roboter braucht doch seinen täglichen Hauer. Und ich kann hier doch nicht einfach rumlungern. Hier ist nichts los. Nicht einfach, wenn man rückwarten soll und sich doch so sehr nach Vergeltung sehnt, nicht? Dimensio! Die Befehle des Grafen stehen nicht zur Diskussion. Ohne jede Ausnahme, ist das klar? Wir sollten nicht einmal über einen geheimen Angriff nachdenken. Vergesst diesen Gedanken ganz schnell wieder. Den Helden zu besiegen würde den Grafen sicher gefallen, aber wir müssen seinem Befehl gehorchen.
Ups, da fällt mir ein, dass ich noch etwas Wichtiges erledigen muss. Bin bald wieder da. Bis dann! Ja, ich muss den Tank des Roboters volltanken. Ich bin sofort wieder da, sobald sein Tank voll ist. Lebt wohl, Dimensio! Nun sieht sich das einer an, das sollte ich wohl auch mal auf den Weg machen. Sinotimpanie, die Sterne sind wunderschön, nicht wahr? In meinem Dorf glaubt man daran, dass die Sterne Wünsche erfüllen. Oh, ist das so? Dann sollten wir uns schnell etwas wünschen, oder? Ich habe keine Wünsche mehr. Wirklich? Mein Wunsch wurde mir bereits erfüllt. Das Wichtigste bist du. Timpani, ist dir nicht kalt? Überhaupt nicht. Können wir nicht so verharren? Nur noch ein bisschen länger? Tippi! Tippi! Was ist los, Tippi? Du schienst gerade woanders zu sein. Habt ihr das eben auch gehört? Nein? Na gut. Es ist nur, für eine Sekunde hatte ich das Gefühl, mich an etwas Wichtiges zu erinnern. Die Leere. Sieht aus, als wäre sie gewachsen. Wir müssen schnell in die nächste Welt. Beeilen wir uns. Ja, da hat Tippi recht. Aber ich muss erstmal das sechste reine Herz in die nächste Herzsäule einsetzen. Und soweit ich weiß, war auch die in Flopstadt. Aber wenigstens habe ich mir ja schon von Röhrenbert eine Röhre dorthin bauen lassen. Das heißt, ich muss wenigstens nicht mehr durch die Halle der Spiegel gehen. Was ich sehr gut finde. So. Oho, ihr seid zurück. Ah, Merlon. Habt ihr mal zum Himmel gesehen? Die Leere wächst und wächst. Vermutlich beginnen einige der Welten schon zu zerfallen. Wie lange wird es wohl unser Flipstadt noch geben? Das Licht der Prognostikern sagt nichts darüber, wie viel Zeit wir haben. Das Licht der Prognostikern stand lediglich als Antwort auf das Dunkle. Daher kann es nichts wirklich vorhersagen, auch nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass uns nicht mehr viel Zeit bleibt. Wir können nicht mehr zurück. Wir können wohl kaum einfach auf das Ende warten, oder? Das stimmt natürlich, meine Liebe. Nolrem hat mir eine Nachricht geschickt. Jemand hat am Rande von Flopstadt eine Herzsäule entdeckt. Das ist vermutlich ein guter Ansatzpunkt. Ich werde mich weiter dem lichten Prognostikum widmen. Na bitte. Jetzt haben wir es nochmal schwarz auf weiß. Die nächste Herzsäule ist tatsächlich in Flopstadt. Und hier ist wenigstens gleich mal die Warpröhre dahin. Die habe ich mir ja bauen lassen für 300 Münzen. So. Muss ich nicht wieder diesen Umweg nehmen? So, schon bin ich in Flopstadt und ich glaube, das war jetzt irgendwo ein Außenbezirk. Also irgendwo, hier irgendwo außerhalb. Ich glaube eh sogar hier drüben. Ich brauche da, glaube ich, sogar Knüppel, dass ich da aber die Herzolyard mal erscheinen lassen kann oder so. Ich glaube, das ist, ja, seht mal, da ist nämlich schon ein riesengroßer Block. So, und den einfach mit Knüppel zerstören. Und zack! So, Warbröhre. Und abwärts. So. Und hier unten muss jetzt auch noch irgendwas sein. Oh, hier sind schon wieder diese komischen Schweinchen, die Kokosnüsse spucken. Was ist das denn hier? An den Helden. Schon vergessen, wenn du feststeckst, dreh dich. Hey, stimmt. So. Ah, da ist noch ein Block. Da ist noch ein Block. Oh, und hier brauche ich jetzt nämlich sogar Zippi, damit ich hier unten durch kann. So. Und genau da drüben muss ich jetzt, glaube ich, auch hin. So, wartet mal. Ich nehme lieber Peach zum Rüberschweben. Ist vielleicht leichter. Ja. So, und jetzt... Ach so. Lol, den kann ich wieder nur in 3D zerstören. So. Und... Scheiße. Was war das denn? Dummkopf. So, aber jetzt. Und zack. Und hier ist ein Schalter. Und da ist ja die Herzsäule, die ich gesucht habe. Na dann. Reines Herz einsetzen.
Duell der 100 wird der Held auf dunkle Mächte treffen, geboren aus Chaos. Besiegen ihn die 100, so wird das Chaos wachsen, das reinste Herz vergehen. Und der Held wird in das Land der beendeten Spiele stürzen. Oh, Nolrem. Das steht in dem Kapitel des lichten Prognostikons, das ich gerade übersetzt habe. Es scheint, dass du diese Duelle gewinnen musst oder alle Welten werden zerstört. Und wenn das geschieht, ist das Spiel aus und das reinste Herz verloren. Ich weiß wohl, dass dies sehr entmutigend klingt, dennoch müsst ihr diesen Weg weiter bestreiten. Es stimmt mich traurig, dass ich euch nichts anderes sagen kann. Ja, mich auch. Interessant, das Duell der 100. Das klingt sehr eigenartig. Ich will nur wissen, ist hier drüben auch irgendwas? Nee, gar nichts. Oh, aber ich habe die Fun-Karte gerade gekriegt, lol. So. Zippy! Klitzeklein. Und normal. So. Aber Freunde, da ich jetzt eben das fünfte... Warte mal, ich will nur wissen, wo ich hier hin kann. Nee, nicht das fünfte, das sechste Rennerherz bereits platziert habe, kann ich etwas anderes noch machen. Ich kann nämlich jetzt eine Nebenquest beginnen. So, seht man, hier unten ist zum Beispiel auch noch so ein riesen Block, den ich mit Knüppel zerstören kann. So. Und jetzt ist mir wenigstens auch wieder eingefallen, was es mit diesem anderen Block in Flipstadt auf sich hat, der ja so rot war und den ich mit überhaupt nichts kaputt machen konnte. Das liegt nämlich daran, dass ich erst hier den Block in Flopstadt zerstören musste, damit auch sein Gegenstück in Flipstadt zerstört wird. So ist das nämlich. So. Ah, seht mal, da drüben haben wir schon die nächste Herzsäule. Das heißt, das wird sicher die dann für das siebte reine Herz sein. Das kann ich mir schon mal merken, aber ich würde gerne wissen, wo es hier noch weiter runter geht. So, hier muss ja irgendwas sein. Flipstadt UG2 Außenbezirk. Irgendwas ist hier. Ah, seht mal, da drüben. Ein weiterer Block. So, das heißt, ich komme nur in 3D an der Röhre vorbei und... Was ist jetzt hier hinten? Was haben wir denn da? Zack, ein Schalter! Der was macht? Oh, die Wand ist weg. Cool. Oh, was ist denn das hier? Du erhältst Kraft plus ein Item, das den Angriff permanent um 1 erhöht. Das ist ja geil. Cool, das war hier versteckt, ist ja supi. Das heißt, jetzt haben... Achso, Angriff 5 trotzdem? Eigenartig. Nee, aber das ist jetzt, glaube ich, ein wichtiges Item irgendwie auch nicht. Das ist gar nicht mal zu sehen, aber... Oh doch, ich muss es erst einsetzen. So, Kraft plus. So. Angriff um 1 gestiegen und das für immer. Also das ist dauerhaft. So, jetzt. Jetzt haben Mario und Peach einen Angriffswert von 6 und Bowser von 12. Also sehr geil, dass ich das hier gefunden habe. Hat sich wirklich gelohnt. Jetzt bin ich noch viel stärker. So, und dann kann ich aber wieder zurück. Gut, ich glaube, ich werde den Part dann eh mal beenden. Und dann, wie gesagt, im nächsten Part geht es dann noch nicht ins siebte Kapitel, sondern ich möchte dann eine... mir persönlich sehr wichtige Nebenquest machen. Ja, deswegen müsst ihr euch wegen dem siebten Kapitel noch ein wenig weiter gedulden, ja? So, erstmal muss ich hier wieder zurück. So, genau. So, wo waren das jetzt hier? Links oder nach rechts? So, Moment mal. Achso, nee, das ist einfach nur ein Steinblock. Hier ist es. Hier. So, und schwupps. So. Okay. Achso, nee, wartet mal. Erstmal. So, hier muss ich hin. Gut. Also, hier haben wir Nolrems Haus und den Flopstatum. Hier geht's weiter rum. Und hier ist was. Und wartet mal. Keinen schlechten Tag. Ja, ich dir auch. So, ich möchte nämlich gerne einen. Ja, einen Super Blitzmix hätte ich gerne, bitte.
So, habe ja genug Geld dabei. So, und was ich dann noch gerne hätte, wenn ich Platz habe, einen Donnerzorn. Nicht übel! Durch den letzten Kauf hast du nur 10 Ladenpunkte. Nimm dir eine Backmischung als Dankeschön für deine Kundentreue. Das ist ja geil, Backmischung, die kann ich dann zum Kochen verwenden. Nicht übel, nicht übel. Möchtest du noch etwas anderes kaufen? Nö. Dafür würde ich aber gerne mal was einlagern. So, er kann noch 27 Items lagern. Und zwar die Saftsuppe. Das Gemüse. Den Pfirsich. Dann noch den Panzerkick. Und ja, die Backmischung sowieso. Und ne, die Fangkarte lasse ich bei mir, den Powerblock auch, den Ultra-Pilzmix. Den möchte ich eigentlich auch gerne lieber einlagern, weil ich habe noch nicht mal annähernd 50 KP. Den kann ich mir später mal wiederholen, wenn ich den brauche. So, und den Rest behalte ich mir. So, und dafür kaufe ich aber noch einen zweiten Super-Pilzmix. So, dann habe ich noch genau 100 Münzen über, das ist sehr schön. Und ich sage Tschüssikowski. Okay. Sodala. Das sollte es mal für diesen Part gewesen sein. Weil hier drüben... Warte mal, ich gehe nochmal kurz pennen, damit meine KP vollständig sind. Willkommen in Ingas Hotel, wo du deine Energietanks wieder aufladen kannst. Schlaf ist gut für Körper und Seele, er reduziert sogar Stress. Darüber hinaus erwartet dich hier nach einer erholsamen Nacht ein leckeres Frühstück. Du kannst zwischen drei Angeboten wählen, Pilz, Blume oder Stern. Welches darf es sein? Blume? Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Ah, hast du gut geschlafen? Das Frühstück ist fertig, aber wo ich es serviert habe, ist ein Geheimnis. Einen schönen Tag. Achso, dann muss man, glaube ich, in 3D. Ah, seht mal, ein Pfirsich. Dankeschön, warum habe ich dann Blume gesagt? Das ist eigenartig. Ich hätte eher geglaubt, ich kriege eine Feuerblume oder sowas. Aber egal. So, gut, also. Es wird gespeichert und im nächsten Part kümmere ich mich dann mal um eine ganz besondere Nebenquest. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss!